Hallo und herzlich willkommen zum 336. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax-Mistress Alexa. Hallo, ihr da draußen und willkommen zu dieser neuen Hoaxilla-Folge. Und bei mir ist natürlich auch heute, wie immer, zum Glück der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Und ich sag's es gleich, diese Folge heute ist eine. Ein, ein Themenwunsch von dem Kamerakind Alexander. Vom oh. Mikrofon-Kind Alexander. Äh, ihr wisst ja, dass ich immer sehr, sehr gerne mich mit Weltraumfahrt beschäftige, Astronomie. Und äh, schon seit Jahren wollte ich meine Episode zu den Voyager-Sonden machen. Das haben wir jetzt einfach auch mal getan. Mhm. Ähm, und ich hoffe, dass euch das interessiert, weil. Obwohl das ein ganz altes Programm ist, also die Sonden fliegen jetzt ja fast 46 Jahre inzwischen durchs Weltall rum, sind da spannende Aspekte drin. Also bleibt dran, hört mal zu, vielleicht ist da mehr spannende Information äh, drin, als ihr glauben mögt. Und Alexa hat ja ganz viele. Äh, auch Bezüge. Ja, und äh, also das spannender als gedacht. Das bezieht sich auf jeden Fall auf mich, weil ich fand <laughs> es dann auf einmal spannender als gedacht. <laughs> Wirklich, ich habe erst ein bisschen gezuckt bei dem Thema, Meine, und dann äh, habe ich natürlich wie immer angefangen, mich da ein bisschen einzulesen und bin auf sehr sehr viele Sachen gekommen, die aus sehr sehr äh, äh, interessanten Blickwinkeln heraus relevant sind und natürlich auch was mit Kulturwissenschaft zu tun haben. Yay! <laughs> Genau, also äh, bleibt bei uns äh, und äh, vielleicht eine Empfehlung noch, weil es wirklich sehr, sehr lustig war. Wir machen ja seit geraumer Zeit äh, auf Twitch äh, einmal im Monat den sogenannten Real Life, wo wir alte Huxella-Episoden hören und ihr könnt uns dabei zuschauen, wie wir diese alten Episoden hören. Und beim letzten Mal haben wir die Folge über Nostradamus äh, uns angehört und das ist wirklich ein Glitten und wir sind von Lachkrampf zu Lachkrampf äh, geschlittert und auch die Zuschauenden haben uns berichtet, dass es das sehr sehr lustig gewesen sei. Also wenn ihr Interesse habt, geht mal auf den YouTube-Kanal der Wild Mikes und sucht da nach dem Huxilla Real Life zu Nostradamus. Schaut da mal rein, vielleicht ist das ja doch ein Format, was euch interessieren könnte. Und das als Podcast bringt gar nicht so viel, nee. weil man glaube ich sehen muss, wie wir nach Luft ringen. <laughs> Ich stelle mir das relativ beeindruckend vor und das kam wirklich aus dem Nichts. Das war ja. sehr überraschend für uns beide zumindest. Vielleicht für euch da draußen auch. Ja, also das hat nicht geplant. Schaut mal rein, äh, eine Empfehlung und dann vielleicht habt ihr Lust beim nächsten Real der dann im äh, Mitte April stattfinden wird, äh, dabei zu sein. Ach so, und wir haben, äh, schaut mal bei uns auf die Terminseite, dann, sonst vergesse ich das wieder. Wir haben zwei Vorträge äh, in diesem Jahr wieder mit der. VHS Hannover, die haben uns wieder eingeladen, worüber wir uns sehr, sehr freuen. Und da machen wir zwei Vorträge in diesem Jahr, die sind online. Das heißt, da muss man nicht nach Hannover fahren und sie kosten nichts. Da muss man sich nur online anmelden und zwar einmal einen Vortrag über das Thema Framing, also warum man auch Fakten so verdrehen kann durch Framing, dass es dann irgendwann so wirkt wie Fake News oder Fakten so weit verdreht werden, dass nur die populistischen Zielen dienen können. Du musst eigentlich mal den Titel, so wie er da steht, vorlesen, weil man ihn sich wegen der vielen F's, glaube ich, relativ gut merken kann. Warum Fakten durch Framing wie Fake News wirken können. Ja. Ähm, und äh, der zweite Vortrag, das ist im Juni. Äh, wie gesagt, da könnt ihr euch anmelden. Und im Oktober haben wir dann nochmal einen Vortrag zum Thema Rechts. Klickt gut die digitale Dominanz von Rechtsradikalen, auch der kostenfrei und online. Da würden wir uns freuen und auch die VRS Hannover, wenn ihr da Interesse dran habt. Ja, jetzt das haben wir jetzt eine sehr lange Einleitung gehabt, das war eigentlich auch wieder nicht so geplant und deswegen machen wir jetzt mal schnell weiter mit der Sendung. der Woche. Die heutige Story dreht sich um die Frage, ob es tatsächlich ein Tech-Startup gibt, also eine Firma, die angekündigt hat, also ja, bis 2026 ein Space Hotel fertig zu bauen. Also wenn man sich da Bilder anguckt, und die gibt es, äh, sieht das Ganze wirklich aus so wie eine Hälfte der, der Space Station bei Odyssey 2001. Also so ein radförmiges Gebilde. Mhm. Und äh, es gibt äh, eben dann die Hinweise darauf, wenn es denn stimmt, dass diese Firma angekündigt hat, äh, dieses Hotel spätestens 2027 eröffnen zu wollen. Und wirklich so mit allem Zip und Zap. Also man kann man kann da Sweeten mieten, man kann sich aber auch eine Art Feriendomizil im Orbit der Erde kaufen, wenn man das möchte und das nötige Geld hat. Und das hört sich alles ein bisschen nach Science Fiction an, aber scheint irgendwie Realität werden zu sollen, wenn ich euch keinen Müll erzählt habe. Ich fand sehr schön, dass du gesagt hast, Sweeten mieten. Sweeten mieten, ja. ja. <laughs> das bleibt schön. bei mir hängen. Äh, ja, ja. Aber es ist nicht Elon Musk, der das plant, oder? Nein. Immerhin. Jedenfalls nicht nach meinen Informationen, nein. Ja, dann sind wir doch mal gespannt, ob wir demnächst ins Weltall zum Urlaub. Also nicht wir, weil es wahrscheinlich, ist das klimatechnisch auch gut? Nein, wahrscheinlich nicht. Naja, hm. egal. Wir machen jetzt erstmal weiter und klären am Ende auf, ob es überhaupt stimmt. <laughs> Thema der Woche. So, ich hoffe, ihr seid noch dabei und habt nicht abgeschaltet. Aber warum ähm, denn? Naja. Ähm, tatsächlich ähm, de, wollen wir heute über das Voyager-Programm sprechen. Das sind zwei Raumsonden, die im Jahr 1977 gestartet worden sind. Und das ist eine ganze Menge Zeit her. Äh, und beide Sonden sind interessanterweise jetzt nach fast äh, 47 Jahren, also im 46. Jahr des Betriebs, immer noch aktiv. Mhm nicht mehr so aktiv wie vorher, aber immerhin. Und schicken ähm, noch Daten zurück. Und wir schicken noch Daten zurück. Und ein Weltrekord, den sie haben, interessanterweise, ist den für ein äh, Computersystem, ein Computer, der die längste Zeit am Stück kontinuierlich am Laufen ist. Das ist einer der Rekorde, der beim Voyager Programm ist, weil den haben sie natürlich nicht ausgeschaltet den Computerkern an Bord der Sonden, sondern äh, der ist kontinuierlich weitergelaufen. Interessanterweise ist der Kern von Voyager 2 etwas länger am Laufen mhm. als von Voyager 1, denn der erste Brainfuck direkte Voyager 2 ja, das ist das verstanden? aber das hat auch eine Weile gedauert. Voyager 2 ist zuerst gestartet. Genau, Voyager 2 ist gestartet am 20. August 1977 und danach ist dann erst Voyager 1 16 Tage später am 5. September 1977 gestartet. Und trotzdem ist Voyager 1 jetzt viel viel weiter weg von der Erde als Voyager 2. Genau. Das ist dann der nächste Nord. Genau, weil äh, äh, es ging, also fangen wir doch mal anders ja. an. Warum äh, hat es überhaupt dieses Programm gegeben? Also 70er Jahre, die Mondlandung war vorbei. Spacelab ähm, war dann irgendwann auch abgeschlossen als Programm. Und natürlich hat sich die NASA überlegt, was wollen wir eigentlich jetzt machen? Und wie wir alle wissen, ist die Entwicklung dann erstmal grundsätzlich, was die bemannte Raumfahrt angeht, in den Near Earth Orbit gewechselt mit dem, äh, Space Shuttle-Programm und dann auch den Bau der internationalen Raumstation und auf der Seite der Sowjetunion seinerzeit natürlich mit den Mir-Stationen. Das war der Hauptfokus. Äh, und trotzdem hat man so irgendwann begonnen, darüber nachzudenken, so etwas wie die Planetary Grand Tour, so wurde es genannt, durchzuführen. Und da war man zeitlich relativ gebunden, denn vielleicht äh, ganz kurz hier der hinweis das ist so ein bisschen an äh, die anlehnung an die bildungsreise äh, des 18. und frühen mhm. 19. jahrhunderts also die grand tour ist eigentlich so eine so eine bildungsreise die reiche oft hohe bürgerliche oder auch adelige Menschen unternehmen, um äh, ja ihr, ihr Herz und ihren Geist zu bilden. Und äh, diese Grand Tour enthält eigentlich sehr sehr oft auch Italien zum Beispiel, mhm. einfach um sich in Sachen Kunstverständnis und ähm, ja auch ähm, Geschichte fortzubilden. Mhm. Genau, und es gab dann die Idee einer Planetary Grand Tour und da sind so zwei Ereignisse im Grunde genommen zusammengefallen, die dafür entscheidend waren. Das eine war die Idee, dass Michael Minowitsch vom Jet Propulsion Laboratory JPL, also einem Teil der NASA, entdeckt hatte und die Idee entwickelt hatte, dass man das sogenannte Slingshot-Manöver durchführen kann. Das heißt, dass man die Masse eines. Körpers im Weltall benutzen kann, um äh, einen anderen Körper zu beschleunigen. Oder um es konkret zu machen, wenn man eine Sonde an einem großen, schweren Planeten vorbeischießt, dann wird die so halb eingefangen von der Gravitation und schneller weggeschmissen. Das ist das sogenannte Slingshot-Manöver. Und äh, dieses Slingshot-Manöver oder Swing-By-Manöver ähm, hat sich dann angeboten, weil im Jahr 1977 die Vorbereitung auf eine Konstellation der äußeren Planeten unseres Sonnensystems äh, auftrat, die nur alle 175 Jahre auftritt. Äh, an, bei der Stelle, je nachdem, ob man jetzt in der deutschen Wikipedia, in der englischen Wikipedia oder was auch immer für Newsartikel man nachliest, man findet verschiedene Angaben. Äh, wir beziehen uns hier mit den 175 Jahren äh, auf die Angaben der NASA, mhm. äh, die das auch in ihren Programmplanungen aufgeschrieben hat. Der deutsche Wikipedia-Artikel spricht eben davon, dass dieses Ereignis, dass man die Planeten so gut erreichen kann, alle 176 Jahre auftaucht gut auf das eine Jahr. Ich glaube, wenn man es das nächste Mal vorhat, wird man es genau ausgerechnet haben. Die NASA spricht eben von alle 175 Jahre. Und man hatte also großtrabende Pläne. Man wollte große, schwere Raumsonden entwickeln. Ein relativ teures, großes Programm. Eigentlich sogar vier oder fünf Sonden sollten rausgeschickt werden. Um diese Planeten zu erkunden. Also es gab dann auch die Idee, dass verschiedene Routen geflogen werden sollen. Es sollte unter anderem auch Pluto erreicht werden. Damals ja noch kein Zweitplanet, sondern ein echter Planet. Und dann irgendwann so in den 70er Jahren, also die Planung begann so in den Ende der 60er Jahre, Mitte der Ende der 60er Jahre, hat dann der US-Senat gesagt, nö, ist alles ein bisschen sehr teuer und Raumfahrt, das ist ja auch alles ein bisschen schwierig und die Wirtschaft ist schwierig. Und dann haben die ein großes P davor gesetzt, große Planungen durchzuführen. Man hat dann es aber heimlich ein bisschen weiterentwickelt und hat dann immerhin die Zusage dafür bekommen, zwei Sonden bauen zu dürfen, die deutlich günstiger sein sollten, die dann im Vierjahresbetrieb Jupiter und Saturn erkunden sollen. Das war im Grunde genommen erstmal die Zusage, die die NASA erhalten hat. Sie haben dann angefangen, so die sogenannten Mariner Sonden auf Basis dieser Sonden, die man schon hatte, sollten äh, die sollten weiterentwickelt werden und hat dann aber relativ schnell festgestellt, dass die Entwicklung so weit auseinander lief, dass man sich neuen Namen ausdenken musste und sagen musste, das sind neue Raumschiffe und so ist man dann auf die Namen Voyager Sonden gekommen? Das war ein Wettbewerb. Da hat dieser Preis äh, hat dieser Name dann den Preis gewonnen und dann wurden sie ähm, so benannt. Nein, die Reisenden, das passt halt auch. Genau und ja der Hauptauftrag war eben für beide Sonden im Grunde genommen das Jupiter System im Jahr 1979 und das Saturn System im Jahr 1980 zu erkunden. Und der Auftrag ist auch relativ breit gefasst gewesen, weil man einfach noch gar nicht so viel wusste. Über das äußere Sonnensystem. Also wenn man heute so im Netz guckt, man hat relativ viele genaue Bilder, Informationen, Videos aus unserem Sonnensystem und über die Planeten zur Hand. Also man kann sich da relativ gut sehr sehr detailliert auch über die die weiter außen gelegenen Planeten informieren und auch über deren Monde. Und wir, dieses diese Vielzahl an Informationen, die wir heute zur Verfügung haben, die kommt uns so selbstverständlich vor. Aber damals, diese diese Voyager-Vorhaben, diese Missionsziele, die da verfolgt wurden, die waren immens ehrgeizig. Und das waren, also es gab ja vorher die, die Pioneer-Missionen, aber eigentlich waren auch die Voyager-Sonden absolute Pioniere im Prinzip, die Daten sammeln sollten und Bilder auch machen sollten, die vorher so überhaupt überhaupt noch gar nicht möglich waren. Und das mit einer Technik, die uns heute vorsinnflutlich vorkommt. Das, das stimmt. Das wirklich total abgefahren. Das stimmt. Und trotzdem waren die Ziele so aus unserer Sicht heute, wie, wie wir so gewohnt sind, wie äh, Missionen geplant werden, relativ breit gefasst. Und ich zitiere mal hier aus dem deutschen Wikipedia-Artikel. Äh, eines der Ziele war die Untersuchung der Atmosphäre von Jupiter und Saturn, die Analyse der Geomorphologie, Geologie und Zusammensetzung der Monde über die, die wusste man nämlich auch noch nicht so sonderlich viel, außer dass diese äußeren Planeten offensichtlich mehrere Monde besitzen. genauere Bestimmung der Masse, Größe und Form aller Planeten, Monde und Ringe, auch darüber hatte man nur so bedingte Informationen. Die Untersuchung der Magnetfelder und auch die Untersuchung von Teilchen und Plasma, das wird später noch mal im Lebensverlauf der Voyager ganz interessant. Und man hatte sich vorgenommen, diese Monde Io oder Io und Titan sich besonders anzugucken, wobei bei Titan beim Saturn, äh, naja, da, da kommen wir nachher nochmal drauf. Also das waren erstmal die Ziele, äh, die relativ breit gefasst waren. Von Aber. An. Eigentlich war ja eine ganz andere Sache, also für, aus meiner Sicht jetzt mindestens genauso spannend. Und es ist natürlich faszinierend, all diese Informationen zu sammeln. Und ich kriege jedes Mal eine Gänsehaut, wenn ich diese, diese Fotos sehe. Erst recht, da werden wir sicherlich nachher noch mal drüber sprechen, so die letzten Bilder, die Voyager zurückgeschickt hat, bevor dann die Kameras abgeschaltet wurden. Aber die, die, der zweite Punkt dieser Missionen, äh, finde ich, sagt nicht nur sehr, sehr viel über die Missionsziele aus, sondern auch über uns Menschen und die Art und Weise, wie wir unsere Welt sehen und wie wir uns auch im, im, als Teil des Kosmos verstehen. Ich spreche natürlich von diesen berühmten Golden Records, mhm. die ähm, mit an Bord waren und die für uns eigentlich für uns alle auf der Welt repräsentativ sein sollten. Und das hinzukriegen mit den wenigen Mitteln ähm, auf so einem Speichermedium finde ich total faszinierend wie man das bewerkstelligen kann genau denn ganz am Ende wird diese goldene Schallplatte the golden record das einzige Missionsziel sein was diese Sonden noch haben mhm. äh, denn man hat sich irgendwann überlegt äh, der Strom wird irgendwann weg sein dann sind die so weit weg dass man auch wirklich gar keine Signale mehr empfangen kann und deshalb hat dann Carl Sagan seinerzeit äh, dafür Lobbyarbeit betrieben, dass man doch nochmal eine ja, Message in a Bottle, also eine Flaschenpost in das Weltall schicken soll. Und ähm, hat dann tatsächlich äh, 18.000 Dollar bekommen von der NASA, vom Budget, und haben gesagt, gut, dann denkt ihr was aus, was man machen kann. Und daraus ist dann diese Golden Record entstanden. Mhm. Und Carl Sagan war schon äh, an den Pioneer-Plaketten mhm. beteiligt. Und auch die enthalten ja schon so ein bisschen Informationen, so rudimentär über uns, falls denn mal irgendwann das gefunden werden sollte, dass diejenigen, die das dann finden, ein bisschen was über uns Menschen wissen, weil wenn das gefunden wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es uns gar nicht mehr gibt zu dem Zeitpunkt. Aber dann dann ist wenigstens die Information verfügbar, dass es uns mal gegeben hat. Mhm. Aber die die Auswahl äh, der ähm, Dateien, die sich da an, an Bord dieser oder auf diesem Speichermedium auf dieser Golden Record befinden jeweils, äh, ist doch wirklich noch einen zweiten Blick äh, wert, denn es ist wirklich der Besuch, äh, der Versuch unsere Welt mit 115 Bildern mit allen möglichen Geräuschen mit äh, Grußbotschaften vollständig zu beschreiben. Es ist natürlich allen klar gewesen und Carl Sagan hatte natürlich da Verstärkung, hat ein ganzes Team, ein ganzes äh, Komitee neben sich und hat dann eben versucht, diese Auswahl zu treffen. Es ist natürlich sonnenklar, dass das gar nicht gelingen kann. Man muss sich da arg beschränken mhm. und trotzdem ist da eine eine Auswahl gelungen, die zumindest sehr sehr interessant ist. Also äh, diese ganzen äh, astronomischen biologischen chemischen Informationen seien mal dahingestellt und äh, auf dem Cover der der Golden Record befindet sich natürlich auch ein äh, Hinweis darauf, wie das Ding überhaupt abzuspielen ist, wie man überhaupt äh, an diese Dateien drankommt. Denn auch die Bilder ähm, sind ähm, natürlich da nicht einfach als Bilder drauf, sondern die müssen erst äh, rekonstruiert werden durch mhm. das ähm, Abspielen, durch die Wiedergabe. Ähm, aber man hat eben versucht, auch alle möglichen Kulturräume auf unserer Welt und unsere Geschichte in ganz, ganz wenigen Details zu beschreiben. Also man hat zum Beispiel versucht anhand von Geräuschen die Geschichte unserer Erde nachzuzeichnen. Also es beginnt mit Vulkanausbrüchen und Donner und so weiter bis hin dann zum Start einer ähm, Rakete, einer äh, Raumrakete. Also von fünf, die ja zum ja. zum Mondlandung dann geführt hat. Genau. Also quasi so eine rasante Geschichte, so ein rasanter Querschnitt durch unsere Welt. Dann muss natürlich irgendwie klar sein, wo sind wir denn verankert, so mehr oder weniger im äh, Sonnensystem? Und diese Information, die befind befindet sich schon auf dem Cover, also so das sofort zu rekonstruieren ist, äh, wo ungefähr haben wir uns denn befunden mit unserer Erde. Und dann geht es natürlich irgendwann über die Biologie äh, bis hin zu ja, Fotos, die so auf den ersten Blick arbiträr wirken, aber trotzdem etwas über uns aussagen sollen. Also wenn man sich dann mal überlegt, äh, dass man da einen alten Mann mit Bart und Brille der eine Zigarette raucht äh, in der Türkei hat äh, oder eine junge Frau die im Supermarkt steht und das was sie noch nicht bezahlt hat was sie im Einkaufswagen hat oder oder gleich in den Einkaufswagen legen wird äh, sich schon in den Mund steckt also da ein Stück Obst probiert äh, das sind so 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 Dinge die ähm sehr, sehr viel mehr über uns aussagen als äh, über diese, diese Missionsziele. Und ich finde das ganz, ganz spannend. Denn wenn du den Fokus aufziehst und du sagst, okay, da haben wir auch einen Mann aus der Türkei mit drauf und so weiter, dann kannst du natürlich sagen, sie haben versucht, diese ganzen Kulturräume abzubilden. Aber du kannst den Fokus natürlich auch noch viel ähm, detaillierter drauflegen und dann sagen, warum haben sie bei der Türkei äh, nicht eine junge Frau, die im Straßencafé sitzt oder so, ausgewählt. Ja. Das heißt, an, an jeder Auswahl eines Fotos kannst du natürlich einerseits ablesen, was sie versucht haben, andererseits natürlich auch wieder sagen, aber warum haben sie denn nicht dieses oder jenes äh, Foto genommen? Und dann kommt natürlich noch dazu, dass sie auf ganz, ganz merkwürdige Probleme gestoßen sind, zum Beispiel bei der Darstellung von nackten Menschen. Also wo dann die Nase auf einmal gesagt hat, also ein nackter Mann, nackte Frau, mh, vielleicht doch eher nicht. Und dann wir wollen das Ganze, wenn es dann auch an die, an die Anatomie von Menschen geht, so ein bisschen schematischer darstellen, mhm. weil es dann vielleicht doch ein bisschen anrüchig sein könnte oder so verstanden werden könnte. Und das sind alles so Dinge, die wahnsinnig viel über uns aussagen. Es sind nebenbei auch Begrüßungen, in mhm. 55 Sprachen äh, auf der, auf der Scheibe drauf. Äh, wir empfehlen euch sowieso generell die äh, offizielle Voyager Homepage der NASA. Da findet ihr auch den gesamten Inhalt aufgelistet, äh, der Golden Record. Und wir haben euch auch eine Playlist bei YouTube verlinkt mit allen Musikstücken, die auf der Golden Record sind, die man sich anhören kann. Und vielleicht spielen wir mal einfach ganz kurz einmal die englische Begrüßung, übrigens gesprochen von Nick Sagan, dem Sohn von Carl Sagan, und die deutsche Begrüßung mal ganz kurz ein, dann kriegt ihr den Eindruck, was man hören kann oder wenn mhm. Aliens die tatsächlich finden sollten, eine der beiden goldenen Schallplatten, was sie dann sich so anhören könnten. Hello from the children of Planet Earth. Herzliche Grüße an alle. Tja, also so ein bisschen verrauscht, stark zusammenkomprimiert. MP3 gab es damals noch nicht. <laughs> Das findet man auf dieser Schallplatte äh, encodiert. Ähm, und es sind eine ganze Reihe von Musikstücken. Ich habe ja schon gerade gesagt, dass wir euch eine YouTube-Playlist verlinkt haben. Also von Bach, Mozart natürlich, was man kennt, aber auch Musik aus Neuguinea, äh, Gamelan-Musik, Musik aus dem Senegal, von, aus Zaire. Also da sind, äh, der Versuch ist wirklich entstanden, möglichst viel äh, draufzupacken. Da ist auch Johnny B. Good von Chuck ja. Berry drauf. Und? Da gibt es eine sehr, sehr interessante Anekdote. Es gibt nämlich ein Saturday Night Live Bit mit mhm. Steve Martin mhm. und ähm, der ähm, Knackpunkt an diesem Ding ist, dass dann die Aliens irgendwann oder dass Steve Martin berichtet, dass die Aliens irgendwann äh, diese Platte gefunden haben und sie haben sich auch zurückgemeldet und was wollten sie von der Erde? Sie wollten mehr Chuck Berry, send more Chuck Berry. Jetzt die einzige Botschaft ja. der Außerirdischen send more Chuck Berry. Ja. Das war natürlich ein Riesenthema, das hat äh, diese ganze goldene Schallplatte so ein Stück weit natürlich äh, der dieser Voyager-Mission äh, ein Gesicht gegeben für die Öffentlichkeit und damit hat Carl Sagan es natürlich geschafft die äh, US-amerikanische aber auch die weltweite Öffentlichkeit ein bisschen mehr dafür zu begeistern, weil das Programm ja doch erstmal relativ abstrakt wirkte und ähm, es ist ja schon vielfach darüber diskutiert worden in den verschiedensten Podcast-Artikeln und auch bei irgendwelchen Symposien, wenn man darüber nachdenkt, dass es immer einfacher ist, Menschen zu begeistern, wenn Menschen im Weltall unterwegs äh, sind. Also deswegen die Mondlandung natürlich so ein ganz ultimatives Ziel. Deswegen ja auch immer wieder die Überlegung, Menschen zum Mars zu schicken technologische Sonden ist immer ein bisschen schwieriger, eine breite Masse damit zu begeistern. Das ist total interessant, dass du das ansprichst. Und was mir da gerade durch den Kopf schießt, sind die Bemühungen der NASA, diesen Sonden zum Beispiel, die sie äh, losschicken, so ein bisschen mehr Persönlichkeit Inzwischen. zu verleihen. Also die haben dann zum also damals war es noch Twitter, zum Teil ihre eigenen Twitter-Accounts mhm. ähm, gehabt. Äh, vielleicht haben sie die auch jetzt noch. Und haben dann dort fast so ein bisschen agiert wie eine Persönlichkeit, mhm. also manchmal sogar aus der Ich-Perspektive, ich bin jetzt gerade das und das, ich mache jetzt gerade dies und jenes, agiert und das ist natürlich auch der Versuch uns Menschen das ein bisschen näher zu bringen und man kann nur von Glück reden, dass man damals ähm, bei den Voyager Missionen Carl Sagan hatte, der nun wirklich äh, was Wissenschaftskommunikation angeht wirklich perfekt ist einfach. Genie also der war, ist ja. wirklich ein absolutes Genie gewesen ist. Und der hat das, glaube ich, relativ gut hingekriegt, da die Menschen mehr einzubinden. Ja, kommen wir mal auf das Jahr 19, also vielleicht nochmal. Achso, entschuldige bitte, ja. was, die, was die Musik angeht, man muss sich übrigens da auch mal klar machen: in den 70er Jahren, du konntest nicht einfach zu Spotify gehen so. und dir diese ja. ganzen Titel besorgen. Das heißt, alles, was du da draufpacken wolltest, musstest du irgendwie physisch dir besorgen oder mhm. aussuchen oder wie auch immer. Also da war nichts mit mal eben irgendwie was rüberschicken oder so eine MP3, äh, sondern halt, man musste das irgendwie sich besorgen. Und dann gab es natürlich auch so ein bisschen Brassel mit, mit Rechten teilweise mhm. äh, und da Hindernisse, aber trotzdem wurde eben die diese Auswahl getroffen am Ende. Ja, es gibt noch so das Ich weiß gar nicht, ob man es ein Gerücht nennen will. Es gibt die Geschichte, die durch das Netz mhm. wabert, dass man ja auch gerne einen Song der Beatles äh, auf der Golden Record haben wollte. Und dann wird so tradiert, dass das Management. Oder aber die Beatles das nicht wollten. Oder die Beatles wollten es und das Record-Label wollte es nicht. So genau. Oder es ja. sollten dann pro Schallplatte 50.000 Dollar Lizenzgebühren bezahlt werden, was bei einem Gesamtbudget von 18.000 Dollar für beide Schallplatten natürlich völlig utopisch gewesen ist. Heute sagen die entsprechenden Personen, die aus dem Label sind und so, nee, das hätte es gar nicht gegeben. Und dann gibt es auch Stimmen, die sagen, es war nie wirklich geplant, die Beatles da drauf zu packen. Hm. Also man weiß es nicht, dass es eher so eine Geschichte, die schwierig zu verifizieren ist heute im Nachhinein. Aber na klar, also die die Idee, die Beatles da drauf zu packen, wenn man Chuck Berry zum Beispiel auch drauf macht als populären Künstler der damaligen Zeit, ist ja nicht so weit hergeholt. Ja. Ähm, kommen wir noch mal ein bisschen auf die Technik zu sprechen, nicht zu intensiv. Das kann man sich sicherlich alles nachlesen. Und äh, es waren äh, im Grunde genommen äh, verschiedene. Instrumente an Bord der Voyager-Sonden. Da will ich gar nicht so intensiv darauf eingehen. Aber was vielleicht ganz interessant ist, ist, dass die Voyager-Sonden betrieben waren im Grunde genommen. So, Radionukleotid-Batterien hatten sie nämlich an Bord. Und das ist eine ganz interessante Geschichte. Da waren nämlich drei Stück davon an Bord dieser Sonden. Und diese Generatoren haben die Option, dass es nicht, dass da irgendwie wie in einem Atomkraftwerk eine, eine Kettenreaktion stattfindet, sondern äh, da wird ein ähm, radioaktives Element mitgenommen und das zerfällt und beim Zerfall entsteht Wärme. So funktionieren die Dinger und es gibt inzwischen damals schon, auch in den 70er Jahren, gab es Methoden aus Wärme Strom zu erzeugen und damit konnte man also, die betreiben das problem dabei ist nämlich wenn man weit von der sonne weg ist konnte man natürlich keine solargeneratoren mit an bord nehmen weil je weiter man sich natürlich wegbewegt und gerade bei so einer grand tour durch sonnensystem ist dann zu wenig strom dabei der nachteil bei diesen generatoren ist dass sie eine Halbwertszeit haben, ungefähr von äh, 70 Jahren und sie dann auch wirklich weniger Leistung liefern, äh, sodass man am Anfang tatsächlich pro Sonne drei dieser Generatoren mit draufgepackt hat und im Moment durch geschicktes Programmieren der Computer und Abschalten von Instrumenten an Bord. Die Kameras sind schon lange deaktiviert an Bord. Eigentlich gibt es nur noch mehr oder weniger ein Instrument zur Messung von Plasma, was regelhaft betrieben wird an Bord der Sonne. Hat man jetzt diese Laufzeit verlängert, aber ähm Ursprünglich ist man davon ausgegangen, dass so 2025 der Saft weg ist und man die Sonnen nicht mehr betreiben kann. Heute gibt es so vorsichtige Schätzungen, dass man sagt, na, ah, vielleicht kriegen wir es bis 2040 noch hin. Aber irgendwann wird es so sein, dass die Sonnen einfach nicht mehr genug Strom haben, um vor allen Dingen auch Signale zurück zur Erde zu senden. Und dann ist es halt irgendwann einfach vorbei. Irgendwann wird man keine Signale mehr empfangen. Finde aber das nochmal auch ganz interessant, dass diese ähm, Generatoren mitgenommen worden sind und interessant, auch wenn man sich das mal anschaut, wie die Voyager-Sonde aussieht, die sind an so einem Arm, an so einem Ausleger außerhalb der Sonde, weil die natürlich auch nicht die anderen Instrumente stören sollten und die ganz empfindlichen Instrumente sind natürlich so an ganz weit äh, gestreckten Auslegern äh, angebracht an den Sonden. Also ein ganz interessantes Design und dominiert die Voyager-Sonden. Ihr seht ja als äh, Foto äh, für unsere Episode von den so 3,70 Meter großen, großen Parabolantennen, äh, die dazu dienen, ähm, Signale zur Erde zu senden. Und dann sind die beiden also losgeflogen mhm. und haben dann so alle paar Jahre mal äh, sich Planeten angenähert. Und das war dann, glaube ich, immer so die Zeit, wo man sich so im Team getroffen hat und dann darauf gewartet hat, dass es eben neue Informationen und Bilder gibt. Und das stelle ich mir auch wirklich unfassbar schön und spannend vor, wie man sich dann immer wieder zusammenfindet als Team und dann äh, mit Spannung die neuesten Informationen erwartet und dann jedes Mal völlig aus den Wolken fällt. Und es gibt ja auch Aufnahmen, die man sich in Dokus angucken kann, äh, wie dann wirklich den Leuten äh, wirklich die Kinnlade runterfällt, wenn sie dann eben Bilder sehen äh, und vollkommen ungeahnte Neuigkeiten entdecken. Das ist so schön, dieser Pioniergeist und diese Neugier. Und äh, dieses äh, diese Liebe zur Wissenschaft, die da zum Ausdruck kommt, beeindruckt mich wirklich immer wieder. Ja, denn äh, 1979 dann so zwei Jahre äh, knapp, nein, nicht äh, ja so ja, im März 79 ist man in das Jupiter-System eingetreten. Äh, Im August äh, September 77 sind die Sonnen ja gestartet und äh, als man dann eine, so eine Art Zeitrafferaufnahme hatte, wie eine der beiden Voyager-Sonden dann auf den Jupiter zugeflogen ist man also den Jupiter in einer guten Auflösung größer werden sah und man auch das erste Mal diesen berühmten roten Fleck, diesen äh, Wirbelsturm, der seit gut 300 Jahren mindestens äh, unterwegs ist. So groß wie die Erde, ne? Also ja. ein, zwei Erden <laughs> sogar rein. Ähm, das hat die Menschen, wie du schon sagst, sehr, sehr beeindruckt. Das mhm. hat auch dann die Öffentlichkeit plötzlich beeindruckt, ja. weil man Dinge, die man unscharf mit Teleskopen nur aus der Erdbeobachtung, das war ja auch eine Zeit, die 70er Jahre, wo wir noch nicht die leistungsstarken Weltraumteleskope hatten die ja den Vorteil haben, dass sie nicht durch unsere Erdenatmosphäre schauen müssen und dadurch dann die Bilder schlechter werden. Das hat die Menschen sehr, sehr beeindruckt. Und die beiden Sonnen sind also erfolgreich zum Jupiter geflogen, haben da entdeckt, dass der Jupiter ein Ringsystem hat, was man nicht so wirklich sehen konnte. Das hat viele überrascht. Man hat eine ganze Reihe neuer Monde mhm. entdeckt, von denen man gar nicht wusste, dass sie existieren. Und was dann eben interessant war, also kurz bevor man das äh, System verlassen hat, äh, ehrlich gesagt, äh, hat man festgestellt, dass auf dem Mond IO Vulkanausbrüche ja. stattfinden. Ja, das ist so krass. Und äh, jetzt muss man, äh, heute sagt man ja, das weiß man doch. Mhm. Damals war es so, dass die planetaren Forscher davon ausgegangen sind, dass die Monde bei uns im Sonnensystem im Grunde genommen alle so sind wie unser Mond. Ja, inaktiv. Inaktive Steinbrocken, vielleicht auch Eisbrocken, die gefroren sind, aber mit wenig, was da stattfindet, vielleicht mit Kratern übersät. Und man hat da plötzlich festgestellt, oh, wir haben den Beweis und den Nachweis von ähm, äh, Vulkanen. Außerhalb der Erde, das sind die einzigen Vulkane außerhalb der Erde, die man äh, damals nachgewiesen hatte. Und das war eine wissenschaftliche Sensation. Man hat plötzlich gesehen, die Monde sind sehr, sehr interessant. Und das führt ja auch dazu, dass inzwischen natürlich dann im weiteren Verlauf der Jahrzehnte weitere Sonden mhm. zu den Planeten hinausgeschickt worden sind. Und bei Europa war man auch überrascht dieser, dieser Eiskugel, über die wir auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht haben, wo man dann irgendwann den Hinweis bekam, dass da offensichtlich sehr, sehr viel Wasser, flüssiges Wasser unter der Oberfläche ist und das eigentlich sehr hervorragende äh, ein hervorragender Ort für Leben außerhalb genau. der Erde gewesen. Ist. Das war auch der Titel für die Hoxilla-Folge Leben auf Europa-Fragezeichen. Mhm. Genau. Also das war so bei Jupiter so der erste Schlag, wo die Öffentlichkeit wachgerüttelt wurde. Man sagte, Donnerwetter, da kommen ja ganz, ganz neue äh, Ergebnisse plötzlich äh, heraus. Äh, es gab dann natürlich auch ähm, Geräusch, also Radiowellen wurden in Geräusch übertragen, so dass man dann das Magnetfeld vom Jupiter hören konnte. Also alles ganz, ganz neue Informationen, die völlig faszinierend waren. Und umso gespannter war man dann 1980, als sich dann die Sonden dem Saturn genähert haben. Und das war dann so im August 1980, so nach drei Jahren, ist man dann in den Saturn eingetreten. Und äh, da war es dann so, dass man, naja, mit äh, Voyager 1 die Idee hatte, wir wollen uns Titan näher anschauen. Das war ein Mond, der zweitgrößte Mond, den wir im Sonnensystem haben. Und der hatte eine Atmosphäre, da hatte man schon so das Gefühl, vielleicht ist das ganz spannend, vielleicht ist das sogar erdeähnlich da irgendwie. Und man hatte Voyager 1 dann bewusst. Zum Titan hingesteuert, was dazu führte, dass für Voyager 1 allerdings diese große Tour damit vorbei gewesen ist. Voyager 1 ist dann noch am Titanen vorbei vorbeigeflogen und hat dann in einem Winkel von 35 Grad so nach oben hin, also wenn wir uns unser Sonnensystem, so wie wir das alle kennen, so als flache Scheibe vorstellen, ist dann Voyager hinterher durch, das, durch die Umlenkung, durch die Gravitationskräfte mit einem 35-Grad-Winkel äh, rausgeschossen worden, aus der Ekliptik, so nennt man das. Und war dann also ab 1980 unterwegs, aber nicht mehr wirklich beteiligt an, an dieser großen Grand Tour. Und man hat eben feststellen müssen, dass man nicht ganz so viel sehen konnte. Die Titan hatte eine völlig dichte Atmosphäre, durch die man nicht durchgucken konnte mit den Kameras. Man hat natürlich Messungen vorgenommen, man hat noch andere. Monde äh, äh, ist an anderen Monden des Saturns vorbeigeflogen, an Enceladus, Mimas, Rhea und Hyperion äh, und hat natürlich da auch Aufnahmen und Daten gesammelt, aber die große Tour war vorbei und für zehn Jahre ist dann erstmal Voyager 1 so vor sich hingeflogen. <laughs> erstmal äh, spannender war es dann eben mit Voyager 2, äh, denn an dem Punkt wäre eigentlich das Funding vorbei gewesen. Wir erinnern uns, für vier Jahre war Funding da und eigentlich hat man gesagt, das soll dann auch reichen, teurer darf es nicht werden. Jetzt waren aber die Aufnahmen und die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die gewonnen wurden, so beeindruckend, dass man tatsächlich der Mission eine Verlängerung gegönnt hat, damit Voyager 2 tatsächlich die Möglichkeit hatte, noch Uranus und Neptun zu besuchen, was sie dann auch getan hatte. Sie hat dann 1985 Uranus erreicht und 1989 den Neptun erreicht. Und bis heute übrigens ist das das einzig menschgemachte Objekt, was an diesen beiden äh, äußeren Planeten vorbeigeflogen ist. Es, es gibt ein äh, Foto, das ist so das letzte ähm, Bild, was so offiziell zurückgeschickt wurde, ähm, als dann ähm, wollte, noch nochmal zurückgeguckt hat vom Neptun und dem äh, Mond Triton. Mhm beide als Sicheln zu sehen in der Dunkelheit. Und wenn ich dieses Foto sehe, ich kriege wirklich jedes Mal eine Gänsehaut. Das ist so wunder wunderschön. Und wenn man dann auch noch so dran denkt, okay, das war's jetzt. Jetzt fliegt sie weiter, die Sonde, und wer weiß, was sie in ihrem Leben oder dann auf ihrer weiterreise noch alles finden wird, dann ist das wirklich schon was ganz Besonderes, wenn man sich das überlegt. Und Triton ist ein gutes Stichwort. Das war auch so eine Geschichte. Man ist dann an Triton vorbeigeflogen. Ein Eismond, das äh, wusste man, sehr äh, reflektierend tatsächlich <laughs> der Mond. Also hat eine hohe äh, Rückstrahlkraft gehabt, deswegen konnte man ihn immer gut sehen. Und hat dann aber festgestellt, dass auf Triton auch irgendwas rausgeschleudert wurde und hat da dann Kryovulkane entdeckt. <laughs> das heißt, bei Triton ist es so, dass eben kalte Vulkane vorherrschen. Und auch Triton war ein Mond, auf dem. Leben ist Quatsch, aber auf dem was los war, also auch nicht einfach nur eine langweilige Steinkugel, auch hier wieder eine eine hochinteressante Erkenntnis, äh, die entdeckt worden ist und äh, auch die Aufnahmen des Mondes Miranda, äh, den man dann äh, die man dann hatte, waren sehr sehr überraschend, weil der wirkt einfach wie so ein wie so wenn ich Brötchen backe, so einfach zusammengeknautscht. Ja. Ich, wenn du Miranda sagst, ich muss da an ein Hörspiel denken, das habe ich mir sogar mit viel Aufwand äh, nochmal herausgesucht. Hm. Aus dem Netz, das hatte ich als Kind. Da ging es um Miranda, äh, um ein Raumschiff, das von der Erde aus äh, irgendwie, ob sie zu Miranda fliegen, weiß ich nicht mehr genau, oder ob sie dann nur vorbeikommen oder ich weiß nicht was. Auf jeden Fall sind sie da in der Nähe und dann kommen merkwürdige, außerirdische Wesen und das sind dann so, ja, Space Fledermäuse irgendwie. Ich oh, weiß nicht, ob die auf Miranda wohnen oder so in diesem Hörspiel. Auf jeden Fall, immer, wenn ich Miranda höre, dann muss ich äh, an dieses Hörspiel denken. Völlig <laughs> verrückt. Also, da empfehle ich euch, schaut euch mal Aufnahmen äh, des Mondes Miranda an. Äh, ich glaube nicht, dass da Fledermäuse rumfliegen. <laughs> aber der sieht wirklich aus, äh, und das ist auch eine der Vermutungen, als ob da was kollidiert ist, dass der Mond auseinandergerissen worden ist und dann sich durch äh, Schwerkraft wieder zusammengesetzt hat, aber nicht gut. Also, es sieht wirklich sehr, sehr eigenartig aus, als ob da einfach so drei, vier, fünf, acht Elemente zusammengeklatscht worden sind. Ähm, also, alles spannende Aufnahmen und aus diesen Aufnahmen heraus aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen, denn es sind ja auch Magnetometer mitgeflogen, man hat UV auf Messungen durchgeführt und all diese Dinge, sind dann ja weitere Missionen geplant worden. Also die Cassini-Mission, die dann das Saturn-System über viele Jahre sehr, sehr erfolgreich äh, erforscht hat und da natürlich sehr, sehr viele Erkenntnisse gewinnen konnte. Äh, da ist dann ja auch die Landung des äh, europäischen der europäischen Sonde Huygens, die Cassini mitgenommen hat, Hogepack gelungen. Das heißt, da ist dann Huygens auf dem Titan gelandet und hat dann ja tatsächlich äh, eine Zeit lang zumindest senden können. Und man war sehr begeistert. Und da gibt es ganz tolle Aufnahmen. Man kann tatsächlich diesen Anflug sich anschauen. Und man kann sogar den Wind in der Atmosphäre von Titan hören, die Huygens da mitgenommen hat. Also all diese Missionen. Die dann im Sonnensystem stattgefunden haben, fußten auf den Ergebnissen, die man hatte. Und Cassini war zum Beispiel eine Mission, wo man gesagt hat, das Saturnsystem so ist so spannend, das haben wir durch die Voyager-Sonden gesehen. Wir müssen das Saturnsystem nochmal erkunden, weil man natürlich nur begrenzte Ressourcen hat, um das Weltall zu erforschen. Damit war dann im Grunde genommen nach der Zeit am Neptun die Mission vorbei. Und dann gab es eben, Alexa hat schon angedeutet, dass Carl Sagan ja sehr, sehr aktiv war, es dann nochmal eine Aktion 1990, die in den wissenschaftlichen Kreisen irgendwie ein bisschen zu Irritationen geführt hat. Ne? Ja, und bei mir zur Begeisterung und ich glaube bei ganz, ganz vielen anderen Menschen auch für Begeisterung gesorgt hat. Carl Sagan hat sich durchgesetzt und hat gesagt, bevor es nicht mehr geht, lass doch bitte einmal noch die Kameras einen Blick zurückwerfen und einfach nochmal... Fotos machen äh, vom Blick auf diesen Bereich des Sonnensystems, den dann eben die Kameras erfassen können. Und wie gesagt, also der wissenschaftliche Wert war äußerst fragwürdig. Man wollte das eigentlich auch gar nicht so gern, man hat den Sinn nicht gesehen, aber Carl Sagan hat gesagt, nein, mach das bitte einfach. Und dann ist eben dieses berühmte ähm, Foto des Sonnensystems entstanden, das Voyager 1 noch gemacht hat. Und da sieht man in einem breiten hellen Streifen so einen kleinen blassen blauen Punkt. Und dieser breite helle Streifen ist eben ein Sonnenstrahl. Und in diesem Sonnenstrahl siehst du dann eben unsere Erde. Und jetzt, wenn ich das erzähle, dann kriege ich schon wieder direkt eine Gänsehaut, weil es einfach so Schön ist und so beeindruckend. Und Carl Sagan wäre nicht Carl Sagan gewesen, wenn er nicht auch ähm, die richtigen Worte dafür gefunden hätte. Und er hat irgendwie instinktiv wieder gespürt, dass uns dieser, diese Rückschau, diese Perspektive, auch dieser Perspektivwechsel äh, wahnsinnig viel äh, Gutes tun können. Und ähm, er hat dann eben auch darüber gesprochen, wie, wie klein. Und aber gleichzeitig wertvoll auch dieser blasse blaue Punkt, dieser Pale Blue Dot ist und dass wir alle auf dieser Welt eigentlich zusammenarbeiten müssten, um ihn zu bewahren, um unsere Erde zu bewahren, auf der wir ganz alleine sind, in einer merkwürdigen kleinen Ecke der Galaxie, äh, als eine Galaxie von unendlich vielen im Universum da haben wir eben diesen kleinen blauen Punkt und da wohnen wir drauf und alle Menschen die jemals gelebt haben, alle Sünder, alle Heiligen, alle guten Menschen, alle schlechten Menschen, die haben eben auf diesem blassen blauen Punkt äh, ihr Leben verbracht und das ist wahnsinnig beeindruckend, das zeigt einfach auch noch mal wie Unwichtig und wichtig wir gleichzeitig sind, mhm. glaube ich. So kann man es zusammenfassen. Also wir sind natürlich alle wichtig, weil wir alle gefragt sind, diesen, diesen Punkt, unser Zuhause zu beschützen und zu bewahren. Und gleichzeitig verschwinden wir natürlich auch so ein bisschen in der Unendlichkeit des Universums, was aber auch okay ist, ähm, weil wir einfach hier unser Zuhause haben und weil hier auch wahnsinnig viele wunderbare neue Dinge entstehen können. Und wir als Menschheit sind einfach gefragt, einen, einen guten Weg zu beschreiten und nicht alles kaputt zu machen. Das Ganze ist dann als Familienporträt in die Geschichte eingegangen. Äh, Voyager 1 hat, weil ja, ich habe es ja schon beschrieben, mit einem Winkel von 35 Grad zu dem Zeitpunkt dann schon seit zehn Jahren über mhm. das Sonnensystem, also so nach oben rausgeflogen mit 35 Grad zur Ekliptik und konnte also auf diese Ringe die wir uns ja mal so vorstellen, runtergucken, die unser Sonnensystem bilden. Und hat also alle Planeten fotografieren können in ihren Positionen. Ein besonderes Bild. Und die Bedeutung des Pale Blue Blot hat Alexa ja schon gerade sehr schön beschrieben. Damit war eigentlich wieder das Programm vorbei. Und man hat gesagt, so jetzt, das war es dann aber auch und es hat dann aber nochmal eine Verlängerung gegeben, erstaunlicherweise und diese Verlängerung läuft tatsächlich bis heute. Mhm. Bis es äh, nicht mehr geht. Bis es nicht mehr geht, äh, wobei das sehr, sehr umstritten ist, muss man ganz ehrlich sagen, denn äh, das große Problem mit den Voyager-Sonden inzwischen ist, dass wir die größten Teleskope äh, brauchen, um die Signale noch zu empfangen von den Voyager-Sonden. Das kostet alles durchaus ein paar Millionen so im Jahr das zu betreiben. Und dennoch war man gewillt, das zu tun, denn mit den beiden Voyager-Sonnen war man nun in der Lage, tatsächlich die Heliosphäre zu verlassen. Und das ist nochmal so ein Punkt, da lohnt es sich nochmal ein paar Minuten drüber zu diskutieren, weil es natürlich eine ganze Reihe von Pressemitteilungen dann auch gab, nämlich so 2012 dann irgendwann hat die NASA bekannt gegeben, im August 2012, dass Voyager 1, das die Heliosphäre verlassen hat. Daraus haben dann ja. die Zeitung gemacht, hat das Sonnensystem verlassen. Ja, was nicht ganz stimmt, aber Alexa musste ganz viele neue Begriffe lernen. <laughs> Zum Beispiel Termination Shock, die Randstoßwelle. Genau. Ähm, das sind alles Übergänge von der Bubble, ähm, in der wir uns befinden und in der die Sonnenwinde aktiv sind, ähm, aus diesem Bereich heraus. Und der hat auch verschiedene Phasen, dieser Bereich. Genau, man kann sich das sehr, sehr schön vorstellen. Da habe ich mir auch ein Video angeschaut von einem, der äh, Voyager. Äh, Projektwissenschaftler, der das sehr schön deutlich gemacht hat, wenn ihr in einem so Metallwaschbecken, was wir viele von uns ja in der Küche haben und Spüle eigentlich nennen, wenn man da den Wasserhahn aufdreht, dann äh, gibt es ja so diesen Strahl, der trifft dann auf diese äh, Fläche und dann haben wir so einen Bereich, wo das Wasser innen drin ganz, ganz schnell ist und dann äh, Bildet sich aber so ein Rand um den Wasserstrahl. Und außen in diesem Rand ist das Wasser dann schon langsamer und läuft dann irgendwann in den Abfluss hinein. Und so muss man sich um, ungefähr die Heliosphäre vorstellen. Mhm. Und 2010 äh, gab es dann eben so diese ersten Termination-Shock-Elemente. Also man merkte, da ändert sich was an der Magnetosphäre in den Messungen. Das heißt, da trat dann Voyager 1 2010. So in diesen äußeren Rand bleiben wir bei diesem Spülbild stehen ein und hat dann aber zwei Jahre gebraucht, einfach nochmal, mal. Und das Ding ist einfach rasend schnell, um dann aus dieser Heli aus dieser Heliopause, so heißt dieser Bereich, wieder auszutreten. Das heißt, zwei Jahre lang ist dieser Rand in der Spüle, stellt's euch vor, <laughs> äh, da fliegt eine Sonde einfach zwei Jahre mit unglaublich schneller Geschwindigkeit äh, durch, bevor sie dann in den interstellaren Raum eintritt und damit dann sozusagen nicht mehr den Sonnen, Sonnenwinden im Grunde genommen ähm, de, dem, dem Einfluss der Sonnenwinde mhm. direkt ausgesetzt ist. So muss man es vielleicht mal formulieren. Äh, und das ist äh, für die Dimension nochmal ganz gut und ganz wichtig, sich das vorzustellen, dass also auch diese Heliopause nicht so eine, so eine, so eine Linie ist so im Weltall, genau, wo es dann einmal so, so, ein, so wie so ein, wie so ein Schnall, äh, Knall gibt wie äh, beim Düsenjet, wenn er in den Überschallbereich reinkommt, sondern es dauert einfach zwei Jahre. Und wir können hier nochmal ganz kurz äh, zeigen oder sagen, dass Voyager 1 äh, im Jahr 2023 so mit gut 61.000 Stundenkilometern unterwegs gewesen ist. Also ca. 17 Kilometer pro Stunde. Und äh, das ist relativ schnell, wenn wir mal ehrlich äh, sind. Äh, Voyager 2 ist ein bisschen langsamer. Die ist mit äh, 55.000. Stundenkilometern unterwegs. Interessanterweise sind die beiden Sonnen übrigens nicht die schnellsten Objekte, die wir haben, die wir rausgeschossen haben. Das schnellste Objekt tatsächlich ist die Parker Solar Probe. Die ist noch deutlich schneller. Das ist eine Sonde, die in so weiten Umlaufbahnen um die Sonne herumfliegt, um die äußeren Schalen der Sonne bei uns im Sonnensystem zu untersuchen. Die ist deutlich schneller unterwegs, muss die auch sein, damit sie quasi nicht in die Sonne reinfällt. Deswegen musste die unglaublich schnell sein und einen unglaublich schnellen Orbit haben. Die ist aber nicht darauf konzipiert, dass sie unser Sonnensystem verlassen wird. Insofern ist, äh, waren die Pioneer-Sonden 10 und 11 äh, noch sehr, sehr schnell und New Horizons, die auch sehr schnell unterwegs gewesen ist. Das ist die Sonne, die zum Jupiter geflogen, äh, nicht Jupiter, zum Pluto geflogen ist. Äh, die wird aber die Voyager-Sonden auch nicht überholen können, denn die Voyager-Sonden haben durch die ganzen Sling-Bis eine sehr, sehr schnelle Geschwindigkeit erreicht. Jetzt ist es ganz interessant, dass die, jetzt sind wir nochmal bei der Definition, was ist denn jetzt mit dem Sonnensystem? Mhm. Also Heliosphäre, da sind wir uns einig, hat dann die Voyager 1 Sonde 2012 äh, verlassen und ist seit 2012 seit August 2012 im sogenannten interstellaren Raum und Voyager 2 dann bisschen langsamer habe ich ja gerade schon gesagt ist dann im November 2018 in den interstellaren Raum übergegangen und jetzt ist es ganz spannend denn das Sonnensystem ist so per Definition all das wo, die, äh, wo Objekte um unsere Sonne herum noch einen Orbit haben. Und vielleicht haben, äh, habt ihr schon mal den Begriff der Ortschen Wolke gehört. Das ist also so eine Ansammlung von lauter Steinen und Eisklumpen, so stellt man sich das offensichtlich vor, ähm, die um, um unsere Sonne herum kreisen. Und diese Ortsche Wolke ist also die Grenze unseres Sonnensystems. Und jetzt wird es nochmal richtig abgefahren, denn der interstellare Raum, bis zur ortschen Wolke, bis da diese beiden Voyager-Sonden hinkommen an den äußeren Rand, nee, inneren Rand mm -hmm. der ortschen Wolke. An den inneren Rand des äußersten Bereichs unseres Sonnensystems. Genau. Das wird jetzt nochmal rund 300 Jahre dauern. Also 300 Jahre interstellarer Raum, dann treten die beiden Sonden in die ortsche Wolke ein und... Jetzt kommt das Verrückteste. <laughs> genau. Wenn sie dann die Ortsche Wolke und damit das Sonnensystem wirklich mal verlassen, gibt es so verschiedene Angaben. Aber so um die 30.000 Jahre wird es dann noch dauern mit der Geschwindigkeit, bis sie dann durch die Ortsche Wolke durch sind. Und dann sind wir schon fast beim nächsten Stern, den man in ungefähr 40.000 Jahren bei der Geschwindigkeit der beiden Sonden erreichen kann oder in die Nähe des nächsten Sterns. Das heißt, äh, so diese Aussage, hat das Sonnensystem verlassen? Ja, nein, ist so ein bisschen... Unsinnig, weil das dauert locker noch mal 30.000 Jahre. Da sind wir vielleicht alle nicht mehr da. Man weiß es nicht. Ähm, <lacht> 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 aber ähm, äh, immerhin jetzt der Interstellare Raum, also das Verlassen der Heliosphäre, relativ gut belegt. Genau. Ähm, es ist aber trotzdem noch spannend. Also die Informationen, die noch zurückgeschickt werden. Äh, brauchen relativ lange Zeit, bis sie bei uns ankommen. Ich glaube so äh, um die 20 Stunden. 16 im äh, äh, ja, äh, äh, 20 inzwischen stimmt. Äh, 16 war vor ein paar Jahren. Also ja, sehr ähm, lange. Also sehr sehr lange, bis man da äh, Informationen kriegt. Und letztes Jahr, äh, also im Jahr 2023 im August war der Kontakt mal kurzzeitig weg zur mhm. Voyager 2. Da gab es so einen kleinen Fuck-up. Ähm, Per Kommunikation, also da ging sozusagen die Kommunikation an den falschen Rechner, an einen inaktiven und nicht an den aktiven Rechner. Und ähm, dann musste also ähm, aufwendig dafür gesorgt werden, dass man irgendwie die Sonne noch erreichen kann und da die Antenne drehen kann. Und dann hat es aber die NASA tatsächlich geschafft, den Kontakt wiederherzustellen. Aber das war mal so ein kleiner Blip. Ähm, kann halt auch mal passieren. Aber ansonsten geht noch die Kommunikation weiter und ähm, ja mal gucken, wann es dann ganz aus ist. Genau, also es liegt im Wesentlichen daran, wenn äh, die elektrische Leistung an Bord nicht mehr ausreicht, um letztendlich dann die Signale zurückzusenden, da muss man jetzt einfach mal schauen. Äh, und dann letztendlich, wenn die äh, Generatoren nicht mehr genug Strom dafür liefern, hat oder haben die beiden Voyager, sondern wir haben das ja schon einmal angedeutet, noch eine Restmission, nämlich die sehr, 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 sehr unwahrscheinliche Situation, dass eine außerirdische Intelligenz oder Zivilisation diese goldenen Records äh, finden sollte. Und ansonsten würden die beiden wahrscheinlich bis zum sankt Nimmerleins Tag durchs Weltall fliegen. Und an dieser Stelle müssen wir noch mal einen kleinen Schwenk auf die popkultur machen. Das können wir euch und uns nicht ersparen, das muss einfach sein. Weil äh, wir den Elefanten im Raum noch äh, ansprechen müssen, nämlich Star Trek, ja. The Motion Picture. Und dieser Film, der erste Star Trek Kinofilm, ist schon zwei Jahre nach dem Losflug der Voyager-Sonden entstanden mhm. und hat dafür gesorgt, dass das Ganze also wirklich ad hoc komplett in der Popkultur gelandet ist. Und wenn heute jemand sagt Voyager-Sonden, dann werden viele vielleicht antworten Vija, Vija. Ja. Und damit hat man dann schon den Kern der Geschichte ähm, erfasst und vielleicht auch so ein bisschen die Hoffnung, die da mitgeflogen ist, als die Sonden ins All geschickt wurden, diese Messages in a Bottle. Äh, denn Star Trek, The Motion Picture geht davon aus, dass eine außerirdische Intelligenz, Maschinenintelligenz eben ähm, diese Sonde auffängt und ihr eigenständiges Bewusstsein verleiht. Und dann macht sich eben Voyager oder dann wieder, weil das Voy nicht mehr ganz zu lesen ist, wieder auf den Rückweg und will den Erbauer treffen. Und dann wird es mhm. gefährlich für die Erde und dann muss natürlich die Enterprise einschreiten. Eine der popkulturellen Referenzen, es gibt auch eine wunderbare Akte X-Folge, wo ja, ja Molder dann am Arecibo-Teleskop ist und das Arecibo-Teleskop einen Teil der Nachrichten von der goldenen Schallplatte auffängt aus dem tiefen Weltall. Also offensichtlich hat da irgendwer dann schon in dieser Akte X-Folge die Schallplatte gefunden und verstanden, wie er sie abspielen muss. RCS. Und schickt dann das Signal in dieser Akte X-Folge zurück. Also es gibt viele, Little, viele Elemente. Little Green Man heißt die Folge, ja. Mhm. Viele, viele Elemente, äh, wo die Voyager-Sonnen und diese Idee, äh, das Außerirdische sie dann doch finden, äh, eine Rolle spielen. Die Macher und die Wissenschaftler äh, der NASA und vom Jet Propulsion Laboratory gehen eigentlich eher nicht davon aus, aber es war eben nicht in Relation zum Gesamtprogramm sonderlich teuer. Und es hat eben einen sehr positiven Blick der Öffentlichkeit auf das Programm gegeben. Insofern war es gut. Vielleicht als ganz, ganz winzig kleine Randnotiz. Es gibt auch Menschen, die sagen, es ist keine so großartige ah. Idee, auf uns aufmerksam zu machen. Und vielleicht hätte man diese Golden Records dann vielleicht doch nicht mitschicken sollen und den Leuten genau sagen sollen, wo wir zu finden sind. Und das sind natürlich Menschen, die davon ausgehen, dass außerirdische Intelligenzen, wenn sie denn überhaupt zeitgleich äh, existieren und irgendwas irgendwie mit den mit den Voyager-Sonden anfangen können, uns höchstwahrscheinlich feindlich gesonnen sind und dann vielleicht auf die Idee kommen würden, dass es sich lohnen könnte, wenn sie uns noch finden, mal vorbeizuschauen und uns irgendwie auszubeuten, aber das sind mehr so äh, Randnotizen, denn wir haben ja schon oft äh, drüber gesprochen, die Zeitgleichheit von ähm, ja außerirdischer Intelligenz oder gerade äh, auch äh, tatsächlich bevölkerten Planeten ist doch wirklich sehr gering. Insofern ist das Ganze mehr oder weniger eine Randnotiz. Ich glaube, die überwiegende äh, Bewertung dieser Missionen, dieser Messages in der Bottle und der Voyager-Sonden ist doch positiv. Ja. Äh, natürlich Star Trek, du hast es angesprochen, wenn wir was sie nicht ansprechen, kriegen wir 20 Kommentare. <laughs> es gibt eine ganze Star Trek-Serie, ja, die nach den Sonden benannt ja. worden ist. Wir wissen das alles. Es gibt noch viele, viele andere Filme, äh, findet ihr, wir haben es ja verlinkt in den äh, Wikipedia-Artikel von äh, der Voyager-Sonde. Wollen wir jetzt aber nicht vorlesen, aber es gibt eine weite Durchdringung letztendlich der Popkultur von diesen Sonden. Und äh, was ich einfach nochmal hier gerne, also. Endlich mal ein nettes Thema, finde ich, für mich, nach den vielen, vielen äh, unangenehmen Themen der letzten Zeit, politischen Themen und auch den Dingen, die wir im, im Nachsitzen und bei den Wild gemacht haben, fand ich das mal ganz schön. Ähm, ich finde, an diesen Sonden ist einfach absolut eindrucksvoll, und ich habe das am Anfang ja schon mal gesagt, dass sie seit 46 Jahren funktionieren mit einer Technologie, die sehr, sehr alt ist. Technologie, die man noch angepasst hatte, weil die pioneer beim Jupiter schon waren und man hat gesagt, Donnerwetter, da ist sehr viel Magnet äh, fällt um den Planeten rum, da müssen wir die Sonden ein bisschen besser schützen, damit die nicht kaputt gehen, wenn sie da vorbeifliegen. Und man sieht dann sehr schön, wie diese beiden Sonden zum einen das Wissen um unser Sonnensystem vorangebracht haben. Nochmal Voyager 2, die einzige Sonde, das einzig menschgemachte Objekt, das bei Uranus und Neptun bisher gewesen ist. Also die Aufnahmen so aus der Nähe sind alle von dieser Sonde, die mhm. wir kennen, von diesem blauen Brummeln, wie man sie so gerne beschreibt, die wir da sehen können. Und das zeigt eigentlich im Grunde genommen, wenn wir den Fokus auf Wissenschaft legen und auf das, was Wissenschaft an Erkenntnis uns bringt, dann können wir solche außergewöhnlichen Uh, Ingenieurs Dinge bewerkstelligen und man sieht, was Wissenschaft in der Lage ist, uns als Ergebnis zu liefern. Und insofern schmerzt es mich dann immer wieder, wenn ich mich mit solchen Themen befasse und mich da rein und dann die Artikel lese und mir YouTube-Videos und Dokumentation und das Material der NASA dazu durchlese. Wenn es denn dann Menschen gibt, die immer weiter abrücken von einer wissenschaftlichen Sicht auf die Welt, die eher so, dem, dem Bauchgefühl folgend, parawissenschaftlich, paramedizinisch unterwegs sind, weil mit diesen Dingen, äh, mit homöopathischen Prinzipien, um es mal so mhm. etwas zu überspitzen, hätte man diese Reise nicht antreten können, sondern das geht halt nur mit einem klaren Blick auf das, was Naturwissenschaft uns ermöglicht. Äh, und das ist etwas, was mich immer wieder begeistert. Ich möchte euch noch mal ins Herz legen auf die Seite der Voyager äh, zu gehen, der NASA, wenn ihr da auch gar nicht großartig rumlesen wollt, da gibt es einen kleinen Reiter, der ist so ein bisschen unscheinbar, der heißt Where are they now? Und wenn ihr da draufklickt, gibt es unten nochmal einen Knopf, der heißt View Voyager, und dann seht ihr quasi der Sonde Voyager 1 erstmal über den Rücken. Und könnt in unser Sonnensystem hineinschauen und seht halt, wo sie gerade unterwegs ist und könnt dann auch hin und her switchen und könnt dann auch sehr schön sehen, wo sich zum Beispiel die New Horizons Sonde befindet oder Hail Bob oder auch der hellische Komet. Und das Faszinierende daran für mich ist tatsächlich, wie dicht in Anführungsstrichen zum Beispiel der hellische Komet, der so alle 80 Jahre irgendwie so grob ich, ich habe jetzt die genaue Zahl, Zeit, ist mir äh, nicht auf dem Schirm. habe ich nicht nachrecherchiert, Aber wie dicht der unterwegs ja. ist und wie weit weg äh, diese diese Voyager-Sonden sind, das ist einfach ein völliger Irrsinn, das zu sehen. Äh, und auch man sieht da sehr schön, wie sehr sie sich von der ähm, von dieser flachen Scheibe, die wir uns als Sonnensystem vorstellen, jetzt abweichen. Inzwischen die beiden Sonnen, wie sehr sie ins äh, tiefe Weltall hinausstechen. Das ist eine tolle Seite, mit der man schön rumspielen kann. Eine tolle Seite auch für eben diesen Perspektivwechsel ja. Richtung Pale Blue Dot. Das auf jeden Fall. Man kann sich dann auch zum Beispiel so Größenvergleiche anschauen der verschiedenen Sonnen untereinander. Also das ist eine schöne Seite, wo man ein bisschen rumspielen kann und äh, sich begeistern kann für diese Sonden. Ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen trotz dieser sehr weltraumlastigen Folge. Wer jetzt sagt, das ist eigentlich alles ganz spannend, dem möchte ich noch mal äh, dringend ans Herz legen: den Podcast auf Distanz von meinem guten Freund dem ja. Lars Naber, äh, der seit vielen Jahren ernährt sich so langsam der hundertsten Episode an über Raumfahrt berichtet und der macht das nicht so wie wir, indem wir hier sitzen und uns Dinge angelesen haben, sondern äh, Lars ist inzwischen viel unterwegs, der ist in den Raumfahrtkontrollzentren ähm, zumindest in Deutschland unterwegs, ist aber auch an den internationalen Zentren hier in Europa, der ESA, der Europäischen Space Agency unterwegs und äh, hat da ja ganz, ganz interessante Interviews äh, schon gemacht auf, und wird sie auch machen. Auf höchstem professionellem Niveau möchte ich meinen. Für mich einer meiner absoluten Lieblingspodcasts und kann ich euch dringend ans Herz legen. Wer also jetzt sagt, Space ist doch viel spannender, als ich gedacht habe, hört da mal rein. Da hört ihr dann vor allen Dingen auch in den Interviews die Profis, die wirklich Raumfahrt betreiben, sprechen. Das kann ich euch dringend ans Herz legen. Ja, alle paar Jubelmonate gibt es ja mal so eine Space-Folge. Ich weiß, dass ihr mir das verzeiht, kann aber jetzt schon sagen, dass natürlich im März. Also ganz bald <laughs> äh, nochmal wieder eine Folge kommt, um, um im äh, Akte X-Sprech zu machen. Ja, diesen Monat hat jeder sein Wunschthema gekriegt. Ach, genau, gibt es mal wieder ein Monster <laughs> of the Week noch im Grunde genommen. So Akte x style -mäßig, das hat sich Alexa rausgesucht. Und äh, das gibt es dann auch noch im März. Jetzt müssen wir allerdings noch von dir erfahren, Alexa, was es denn. Mit diesem, Hotel. Genau, Hotel im Weltall auf sich hat. Die Auflösung. <laughs> Es gibt tatsächlich eine Firma namens Orbital Assembly, die 2021 angekündigt hat, dass sie genau das vorhat, nämlich dieses Space Hotel zu bauen, hm. das wirklich so ringförmig angelegt ist und dann auch eine künstliche Schwerkraft haben soll, wo man eben Zimmer mieten kann oder auch Suiten mieten kann. <laughs> Und ähm, insofern, der Teil der Geschichte stimmt. Also die haben das wirklich vor. Die haben auch eine Internetseite, ähm, alles nachlesbar. Das große Problem ist, dass man relativ wenig darüber weiß, wie... Umsetzbar diese Pläne überhaupt sind und ob dieses ehrgeizige Ziel, das sie sich da gesteckt haben, wirklich erreichbar ist und erst recht auch jetzt in dieser Zeit noch erreichbar ist, also mit einer Eröffnung 2027. Hm. Also, dass die NASA tatsächlich auch so ein bisschen in Richtung so Commercial Space Exploration gehen möchte und ähm, da auch entsprechende Module eventuell äh, vorsieht, das äh, steht auf einem anderen Blatt. Aber es Gibt es zwar diesen Plan für das Space Hotel? Auf der anderen Seite ist wirklich fraglich, ob wir das tatsächlich im Jahr 2027 erleben werden, dass da irgendwie eine große Eröffnung gefeiert wird. Keine Ahnung. Aber ist vielleicht trotzdem spannend, dass auf den entsprechenden Seiten ähm, bei Orbital Assembly, äh, da gibt es eine Internetseite, die nennt sich Above Space. Ähm, da kann man das dann mal nachlesen. Ist vielleicht ganz nett, das zu tun und das mal zu verfolgen. Ja. Gucken wir mal, wenn wir ganz doll viel sparen. Eine Sweet Mieten. Können wir uns eine Sweet Mieten, aber ich glaube, dafür wird es nicht äh, reichen. Was nicht daran liegt, boah, Mörderüberleitung. Äh, äh, an eurer <laughs> Unterstützung, oh, ja. äh, für die wir uns natürlich wieder äh, wirklich bedanken und das ist wirklich großartig, äh, dass ihr das äh, tut. Ähm, und wir freuen uns nach wie vor über eure Zuschriften, über euer Interesse. Uh, an dem, was wir tun, sowohl an dem Kerngeschäft, nämlich diesen Podcast-Episoden, aber natürlich auch die Wildmic-Specials, die ja gut ankommen. Und uh, es macht uns nach wie vor sehr, sehr viel Spaß. Uh, irgendwie war bis vor einer Stunde hier vor der Aufnahme hier so ein bisschen wuselig alles. Und jetzt sitzen wir hier gerade ganz gemütlich im Studio. Mit Tee Mit Tee Und ich rolle hier gerade so ein bisschen mit, auf der, auf der Where Are They Now Seite rum. Ich empfehle das wirklich, dass ihr mhm. das mal durchspielt. Und das ist einfach ganz großartig, dass ihr uns das ermöglicht. Wir können schon mal sagen, dass es, das spoiler ich jetzt einfach mal Ende März, was ja nicht mehr lange hin ist, auch nochmal ein Update zum Neuschwabenland Buch gibt. Das ist auch der Grund, warum es ein bisschen ruhig gewesen ist. Da verfolgt mal unsere Social-Media-Kanäle äh, abends am 31.03., sage ich mal einfach. Äh, und da waren gewisse Dinge vorzubereiten. Aber das war jetzt auch möglich. Insofern sind wir sehr, sehr dankbar für eure regelmäßige Unterstützung. Ähm, wir sind immer noch nicht bei den sieben Prozent der Hörenden, die uns unterstützen. Ich es einfach nur mal, sondern das ist so das Langstreckenziel, was wir vielleicht erreichen wollen. Und wer mag, kann einfach nochmal einen Dauerauftrag von einem Euro einrichten. Das wäre natürlich super. Aber ansonsten kommen wir schon mit unseren Nebeneinkünften und Aufträgen und Vorträgen, was wir sonst so alles treiben, ganz gut genau. über die Runden. Vielen, vielen Dank an euch. Und wir machen mit Freude weiter. Ja, die nächsten Folgen für den Monat April sind auch schon wieder geplant. Also insofern, es geht immer weiter. Vielen Dank. Äh, bleibt gesund. Bleibt uns gewogen. Und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxhiller Podcast ist ein kostenfreies Projekt und soll das auch immer bleiben. Das ist uns sehr wichtig. Und du kannst uns dabei helfen, so wie da schon viele andere tun. Vielen Dank dafür. Huxilla unterstützen geht dabei ganz einfach. Zum Beispiel durch einen kleinen monatlichen Dauerauftrag von einem Euro im Monat auf unser Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf Huxilla.com unter dem Punkt unterstützen. schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@toxilla.de und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast Seiten, die uns führen.